Hallo, guten Abend. Mein Tagesmotto heute war, wie schaffe ich das, Sexualität ohne Scham, ohne Schuldgefühle, ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst und Hemmung genießen zu können. Einmal, die Ursachen können so mannigfaltig sein. Es kann sein, dass wir in der Erziehung noch sehr eingebunden waren, in gesellschaftlichen Konventionen, dass Moral eine große Rolle spielte, dass ich vielleicht Traumata erlebt habe, dass ich in der Kindheit oder auch im Beruf gemobbt und gedemütigt wurde. Wie gesagt, es hat so unterschiedliche Ursachen. Und ich glaube auch, dass die Werbung heutzutage auch noch einen Teil dazu beiträgt, weil das ja auch schon ein Trend ist seit Jahrzehnten, dass die Menschen, naja, gut, mit irgendwelchen Filtern wird das Aussehen und Teint und Figuren und Haut und Gewebe bearbeitet, sodass wirklich der Eindruck entsteht. Also wenn ich mit 20 schon ein bisschen Zellulite habe, dann bin ich einfach out. Von daher, das glaube ich, macht auch schon einfach was aus, wenn Menschen ja gefangen sind. Und dieses Thema Body Shaming, ich finde, wir dürfen das langsam hinter uns lassen und wieder ein bisschen wegkommen von dem Visuellen, sondern in das Gefühl reingehen. Und das ist auch meine Art, mit Menschen zu arbeiten, mit Klientinnen und Klientinnen, mit dir, wenn du möchtest. Ich zeige dir Wege auf, wie du zu dir kommst, wirklich dahin, dass du dich akzeptierst, dass du dich wertschätzt, dass du in die Selbstliebe kommst und dass du lernst und sehen und verstehen und auch einfach wirklich fühlen kannst und darfst, dass es in Ordnung ist, dass du Sexualität genießt, dass du dich gehen lässt, dass du dich da reinfallen lässt. Wir arbeiten an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe. Dann kannst du dich auch auf dich verlassen, auf dich vertrauen und brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie die Kontrolle verlierst, wenn du sexuell interagierst, sondern du weißt, dass du auf dich verlassen kannst und im Grunde wirklich genießen und abtauchen. Und das ist mein Ansinnen, das ist die Art, wie ich arbeite. Und ich selber habe 40 Jahre meine Art, Sexualität auszuleben, verdrängt. Und ich weiß, was das für ein anstrengender und komplizierter und beschwerlicher Weg sein kann. Und deswegen biete ich dir hier eine Abkürzung an. Und ja, schreib mich gerne an, wenn du Fragen hast, kommentiere, schick mir ein Like, ein Follow, abonniere meinen Kanal. Und wenn dir jemand einfällt, der da auch ein Thema hat, kannst du das natürlich auch sehr gerne weiterleiten. Ich freue mich auf dich. Tschüss.